Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was du möglicherweise über den Beruf des Tierkommunikators nicht weißt. Ich möchte dir heute Einblick geben darüber, ja, um was es da geht, was deine Aufgaben sind, was du da zu tun hast, weil ich glaube, dass die allermeisten Menschen denken, dass man als Tierkommunikator in Anführungsstrichen nur mit Tieren spricht. Das ist aber tatsächlich nicht so. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit wissen möchtest, dann schau dir doch einfach die Videos an, die hier auf YouTube zu sehen sind. Mein Name ist Beate Seebauer und ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich möchte mit dir über den Beruf des Tierkommunikators sprechen, beziehungsweise das besprechen, was du möglicherweise nicht weißt, ja, was das alles beinhaltet. Ich denke, die allermeisten Menschen glauben, wenn sie eine Tierkommunikation machen, dass es hier ausschließlich darum geht, ein Tier zu befragen oder sein Tier zu befragen. Dass es vielleicht darum geht, dem Tier auch zu sagen, was es zu tun hat und was es nicht zu tun hat, also auch Dinge zu unterlassen, die man nicht gut findet. Und ja, man kann die Tiere natürlich darum bitten, dass sie Dinge auch verändern oder lassen sollen. Das Wichtige ist nur, dass man ihnen erklärt, wieso sie vielleicht etwas unterlassen oder bleiben lassen sollten. Und nicht einfach davon ausgeht, dass man hier Befehle auf nonverbale Art und Weise erteilt. Die allermeisten Menschen glauben, dass wenn ein Tier ein Verhalten zeigt, was nicht unserer Norm oder den Regeln entspricht, dass das etwas ist, was das Tier nicht kann, was das Tier nicht richtig macht und dass das Tier das verändern muss. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass vieles Verhalten, das das Tier hat oder das unsere Tiere haben, ein Ausdruck dessen ist, wie wir selbst sind. Das bedeutet, sie reagieren auf deine Energie, sie reagieren auf deine Ansichten, auf deine Überzeugungen, die du in deinem Inneren trägst. Und legen deswegen möglicherweise ein Verhalten an den Tag, mit dem du nicht einverstanden bist. Um was geht es hier? Es geht darum, möglicherweise auch zu akzeptieren, dass sich gar nicht das Tier verändern muss, sondern du. Und hier setzt eine richtig gute Tierkommunikation an, weil es in einer Tierkommunikation nicht nur darum gehen sollte, ein Tier zu befragen, ihm zu sagen, was es zu tun und zu lassen hat, sondern es geht darum, die Ursache von Problemen zu ergründen, herauszufinden und auch zu schauen, wie man diese Geschichten mit den Besitzern, mit den Menschen regeln kann. Also, es geht darum, herauszufinden, was du jetzt als Mensch in deinem Verhalten, in deinem Denken, in deinem Tun verändern darfst, sodass sich dein Tier möglicherweise ein Stück weit besser entspannt. Also, das bedeutet, die Arbeit als Tierkommunikator hat schon eine weitere Komponente hinzubekommen. Also es ist nicht nur das Sprechen mit dem Tier, sondern es geht hier tatsächlich auch darum, mit den Menschen arbeiten zu können, damit die ihr Verhalten verändern. Wenn jetzt zum Beispiel ein Tier unsicher ist, wenn es Ängste hat und man findet raus, dass das auch ein Teil des Menschen ist, dass der auch unsicher ist oder möglicherweise Ängste hat, dann weiß der das in der Regel, ja? Dann wissen wir das, dass wir das sind. Die Frage ist nur, wie bringst du ihm bei, das auch tatsächlich zu verändern?
sodass er seine Ansichten und seine Ängste, seine Unsicherheiten über Bord werfen kann. Also hier setzt auch die Tierkommunikation an, weil es darum geht, mit den Menschen weiterzuarbeiten. Also das heißt, du fungierst eigentlich als Coach. Ja? Du unterstützt auch Menschen dabei, wie sie ihre Ansichten, wie sie ihre Überzeugungen, wie sie ihre Gefühle verändern können und wie sie auch trainieren können, in einen positiven Zustand zu kommen, sodass sich das Verhalten ihres Tieres verändern kann. Es gehört natürlich auch dazu, dass du ein guter Zuhörer bist, dass du die Nuancen hörst, die dir ein Mensch erzählt, sodass du in diesem Zusammenhang gute Fragen stellen kannst. Also als Tierkommunikator solltest du auch das Zuhören lernen. Du solltest das Fragen lernen, das effiziente Fragen, wie du etwas am besten fragst, um eine Antwort zu bekommen, mit der du am Ende was anfangen kannst. Und das macht das Ganze echt unglaublich spannend. Das macht das Ganze unglaublich spannend. Es geht natürlich auch darum, dass man jetzt Menschen nicht nur sagt, okay, das und das ist das Problem, sondern dass du auch Möglichkeiten hast, die du energetisch auch verändern kannst. Also das heißt, auch im therapeutischen Bereich, der wird hier mit eingeschlossen. Energiearbeit, unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig in der Tierkommunikation, um Tieren und Menschen ganzheitlich helfen zu können. Und ja, das ist unglaublich wichtig. Und das umschließt auch die Aufgabe eines Tierkommunikators. Als Therapeut tätig zu sein. Dass du lernst, wie du Frequenzen und Energien der Tiere so verändern kannst, damit sie gesundheitlich auf ein anderes Niveau, auf ein anderes Level gehen können. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also das heißt, du bist ein Zuhörer, du bist ein Vermittler, du bist ein Herzöffner, du bist ein Heiler für Mensch und für Tier. Und natürlich bist du auch ein Organisator. Du bist ein Organisator, ein Manager. Ein Manager, das ist ganz wichtig. Du managst deine Termine, du managst dein Unternehmen oder deinen Betrieb. Ja? Das, was du für dich erreichen möchtest. Du bist ein Kreateur, du wirst kreativ und lebst sozusagen deine Ideen aus. Das ist etwas, was mir zum Beispiel total gut gefällt, weil ich eine unglaublich kreative Ader habe. Ich bin jemand, der gerne und viel erschaffen kann und der auch hier etwas Abwechslung und Variation braucht, weil mir Dinge sonst schnell langweilig werden. Aber hier an dieser Stelle möchte ich dir sagen, hab erstmal eine gute Basis, konzentriere dich auf eins und mach nicht fünf verschiedene Sachen auf einmal, weil du verlierst sonst den Überblick, sondern hab wirklich hier den Fokus. In der Arbeit als Tierkommunikator bist du natürlich auch ein Begleiter oder eine Begleiterin in einer bestimmten Situation, möglicherweise, wenn das Tier sich vielleicht auf seinen letzten Weg macht. Du nimmst die Rolle des Trösters oder der Trösterin ein. Du nimmst die Rolle des
Kontaktherstellers in eine andere Welt ein. Gerade wenn die Tiere dann verstorben sind und die Menschen sie auf der anderen Seite besuchen möchten. Du siehst, dass Tierkommunikation nicht nur Tierkommunikation ist, sondern dass das unglaublich viel umschließt, unglaublich viel beinhaltet. Natürlich ist das eigene Bewusstsein, die eigene Bewusstheit auch ein großer Bestandteil oder sollte zumindest sein, sodass du einfach auch für deine Klienten der größtmögliche Beitrag sein kannst. Also falls du schon immer mal mit einem Beruf als Mensch-Tier-Coach, Beziehungscoach arbeiten wolltest, wenn du deine Heilfähigkeiten, alles, was du weißt, in diese Arbeit mit hineinfließen lassen möchtest. Und wenn du auch Menschen dabei helfen willst, Veränderungen in sich selber herbeizuführen, dann ist es wirklich die Möglichkeit. Such dir hier eine Ausbildung, die all dies beinhaltet. Das ist echt wichtig. Und naja, wie du dir sicherlich denken kannst, bei mir bekommst du das. Bei mir bekommst du das. Ich habe all diese Komponenten mit drinnen. Das heißt, du lernst wirklich in jedem dieser Themenbereiche alles, sodass du gut aufgestellt bist, wenn du fertig bist. Und das Allerbeste, die nächste Ausbildung beginnt schon im Oktober. Die geht ein ganzes Jahr. Und du wirst wirklich ganz, 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 ganz viel Inhalte bekommen. Du kannst dir das auf meiner Homepage anschauen. Und ich werde auch sicher jetzt dann mal so ein Infotalk wieder machen zur Tierkommunikationsausbildung. Also wenn dich das interessiert, dann melde dich in meinem Seminarletter an. Da steht es dann nämlich auch drinnen. Das heißt, du bekommst eine Benachrichtigung, wenn dieser Infotalk stattfindet. Und dann sehen wir uns vielleicht im Oktober, das wäre mega schön und dann bist du vielleicht auch eine dieser wunderbaren Menschen. Und wenn du jetzt glaubst oder denkst, dass es schon so viele Tierkommunikatoren gibt und dass doch das überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist oder dass es da für dich keinen Platz mehr gibt, dann möchte ich dir an dieser Stelle sagen, wir haben alleine in Deutschland über 30 Millionen Haustiere, da sind die Pferde noch gar nicht mit inbegriffen. Und dieser Stand ist von 2016, nein, 15. Und es sind schon wieder 8 Jahre vergangen. Ja, wer weiß, wie der aktuelle Stand ist, müsste ich mal nochmal nachgucken. Hey, da ist so unglaublich viel Bedarf. Da ist unglaublich viel Bedarf, wenn wir alle Menschen dafür begeistern wollen. Und in diesem Sinne sage ich, ich hoffe, ich konnte dir jetzt einen Einblick in diese Arbeit geben und ich sage wie immer Servus, Bussi, schön, dass es dich gibt und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern.